Dieses Video versucht, einen kurzen Einblick zu geben in die Geschichte der imperialen Lebensweise. Natürlich kann nicht die ganze komplexe Geschichte der Entstehung des Weltmarkts erzählt werden, aber ich will versuchen, anhand von 4 Schlaglichtern wichtige Epochen zu beleuchten, die uns dabei helfen können, die imperiale Lebensweise heute besser zu verstehen. Und das zentrale Argument ist, dass die imperiale Lebensweise sich in den letzten 500 Jahren von einem exklusiven Luxus der europäischen Eliten hin zu einem normalen Alltag für einen großen Teil der globalen Mittel- und Oberschichten entwickelt hat. Und wie das Ganze funktioniert hat, werde ich im Folgenden versuchen zu erklären. Wichtig dabei ist, dass die Geschichte des Weltmarkts und auch des Kapitalismus damit nicht nur eine Geschichte von Wohlstand und Innovation ist, sondern auch eine von Herrschaft, Gewalt und Ausbeutung. Die erste Epoche, die zentral ist für das Verständnis der imperialen Lebensweise, ist der Kolonialismus. Denn mit dem Kolonialismus, dem europäischen Expansion in den globalen Süden, entsteht ein erster Weltmarkt. Und dieser Weltmarkt wiederum ist das Rückgrat der imperialen Lebensweise. Das liegt daran, dass der Weltmarkt eben die systematische Ausbeutung von Mensch und Natur auf einer globalen Ebene überhaupt erst möglich gemacht hat. Das heißt, europäische Eliten konnten darüber Gold und Silber aus Lateinamerika abschöpfen, aber auch andere Rohstoffe wie Tabak oder Zucker, die wiederum durch die Ausbeutung von Sklavenarbeit überhaupt angeeignet werden konnte. Und mit diesen Produkten konnten die europäischen Eliten dann wiederum Luxusgüter in Asien kaufen, also beispielsweise Seide oder Baumwollstoffe, die es auf dem europäischen Markt so nicht gab. Während die erste Phase des Kolonialismus, also im 15. und 16. Jahrhundert, vor allem von der spanischen und portugiesischen Krone vorangetrieben wurde, entstanden im 17. und 18. Jahrhundert auch koloniale Bestrebungen bei anderen europäischen Kolonialmächten, beispielsweise der Niederlande oder Großbritannien. Und die Konkurrenz dieser verschiedenen europäischen Mächte um die Ressourcen in den Ländern weltweit hat dann eine Phase geprägt, die in der Geschichte beschrieben wird als Imperialismus. Und dieser Imperialismus ist die konfliktive Auseinandersetzung der verschiedenen Kolonialmächte um die Ländereien und die Ressourcen im globalen Süden. Die Extraktion, die vor allem gewaltsam stattgefunden hat, ist dabei das imperiale Moment. Und im Imperialismus, als eine Fortsetzung des Kolonialismus, funktioniert die Produktion und Aneignung von Mensch und Natur immer noch für vor allem die europäischen Eliten. Also es ist noch kein Projekt, das breitere Bevölkerungsschichten einschließt. In der Zeit des Imperialismus ging es also darum, den Weltmarkt so zu gestalten, dass er an dem Hand der Bedürfnisse der europäischen Kolonialmächte ausgerichtet ist. Und ein Beispiel dafür ist die Zerstörung der indischen Textilindustrie, nachdem Großbritannien Südasien besetzt hat und das britische Reich dort etabliert hat. Und die indische Textilindustrie war über Jahrhunderte die technologisch fortschrittlichste der Welt und wurde dann aber durch bestimmte Handelsverbote und hohe Zölle vom europäischen Markt ferngehalten, damit Großbritannien wiederum eine eigene Textilindustrie aufbauen kann, die wesentlich war für die Industrialisierung von Großbritannien. Und genau diese Epoche ist deshalb so zentral, weil sie uns zeigt, dass den Aufstieg von Europa in der Welt, also wie wir an dieser Grafik sehen können, dass Europa über in den letzten 2000 Jahren eigentlich nur einen geringen Teil am Welteinkommen ausgemacht hat und aber in der Zeit nach dem 18. Jahrhundert Stück für Stück den Anteil am Weltmarkt und am Welteinkommen massiv ausbauen konnte. Und dafür ist diese Zeit des Kolonialismus und dann vor allem des Imperialismus zentral gewesen.
Die Mitte des 20. Jahrhunderts wird oft als goldenes Zeitalter des Kapitalismus interpretiert, weil für einige Jahrzehnte ab den 1940er Jahren die Löhne der Arbeiterinnen mit der Produktivität gestiegen sind. Und das hat zu einem gewissen Fahrstuhleffekt geführt, sodass breitere Bevölkerungsschichten, die vorher von dem Konsum von Luxusgütern ausgeschlossen waren, nun in der Lage waren, selbst auch Autos oder andere Konsumgüter zu kaufen. Die Geschichte ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist der Fordismus oder diese Erzählung von Massenproduktion und Massenkonsum regional sehr spezifisch. Das heißt, der Großteil der Weltbevölkerung war in den 1940er Jahren selbst noch der Kolonialmächten unterworfen und hat in dieser Zeit die Freiheit von diesen Kolonialmächten versucht zu erkämpfen. Und zum Zweiten ist der Fordismus, also die Massenproduktion und der Massenkonsum von Gütern, nur deswegen möglich gewesen, weil es eben billige Energie durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen gab. Das heißt zum einen Kohle, aber dann vor allem zunehmend Erdöl und Erdgas, die überhaupt erst die günstige Produktion möglich gemacht haben. Die Folgen dieser Zeit sehen wir bis heute mit dem voranschreitenden Klimawandel, denn ganz viel der historischen CO2-Emissionen fallen eben auf die Zeit ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Heute ist es für die meisten Menschen in Deutschland völlig normal, günstige Produkte im Supermarkt zu kaufen, die von der ganzen Welt kommen, oder T-Shirts für 5 Euro zu kaufen. Und für viele Leute gilt das sogar als Wohlstandsgewinn. Was dahinter aber steckt, ist meistens ein komplexer Produktionsprozess, der auch als Globalisierung bezeichnet wird. Das heißt, die Dinge werden überall auf der Welt in verschiedenen Schritten hergestellt und dabei wird auf die Arbeitskraft und die Natur andernorts zugegriffen. Und viele der sozialen und ökologischen Probleme, die in diesen Produkten stecken, werden ausgelagert und unsichtbar gemacht in den Produkten. Und um ein Beispiel zu nennen, in der Landwirtschaft ist es so, dass 1,5 Milliarden Menschen heute entweder als Bäuerinnen und Bäuer oder als LandarbeiterInnen in der Landwirtschaft arbeiten und davon leben, aber ein Großteil davon kaum über die Runden kommt, weil die Produktionsketten in der Landwirtschaft vor allem von großen Konzernen dominiert werden, also von Bayer und Monsanto, die beispielsweise Pestizide oder Düngemittel herstellen, oder anderen Konzernen wie Nestle, die die Verarbeitung dominieren. Und dadurch sind diejenigen, die eigentlich die Produkte herstellen, die für einen großen Teil der Menschheit heute wichtig sind, in großer Weise ausgebeutet, während transnationale Unternehmen sich Gewinne aneignen können. Und das wiederum führt zu einer extremen Ungleichheit, die wir in der Gegenwart sehen können. Wenn ihr mehr erfahren wollt über diese Geschichte der imperialen Lebensweise und ihre Ausprägung in verschiedenen Lebensbereichen, dann gibt es auf www.aufkostenanderer.org und auf dasguteLebenfürAlle.de unsere Bücher und viele weitere Informationen zum kostenlosen Download.